No Man's Sky. Hallo. Willkommen zurück bei So Zockt. Wir gehen in die nächste Runde und spielen No Man's Sky. Schön, dass ihr auch heute wieder mit dabei seid. Ja, da sind wir. Hier ist unser Raumschiff. Hier ist unsere kleine Minibasis. Und wir... Ja, was müssen wir denn eigentlich machen heute? Wir haben in der letzten Folge ein bisschen was gebaut, waren auf der Raumstation und müssen also jetzt unbedingt unseren Hyperantrieb installieren. Und dazu benötigen wir Mikroprozessoren. Und für diese Mikroprozessoren, die wir nur kaufen können scheinbar, ja, die kosten einen Haufen Geld. Deshalb ist heute Sammeln angesagt. Ich glaube, das wird jetzt hier mal so eine kleine Sammelfolge. Und wir schauen einfach mal, was wir so entdecken, würde ich sagen, ne? Sollen wir mal gucken. Öffne die Anleitung, um zu lernen, wie du Geld verdienen kannst. Ich glaube, dieses Tutorial gucken wir uns jetzt mal an. Geld verdienen. Verkaufe im galaktischen Handelsnetzwerk Gegenstände für Units. Wissen wir. Baue wertvolle Metalle ab. Oh, von Asteroiden im Weltraum ab. Ach was. Oder Ressourcenansammlungen auf Planeten. Okay. Die Missionstafel auf Raumstationen ist eine gute Einnahmequelle. Da finden wir verfügbare... Aha, okay. Und wir können einen Wirtschaftsscanner installieren. Aha. Und Landwirtschaft? Jetzt bin ich ein bisschen baff. Landwirtschaft. Mhm. Leute, was ist denn hier los? Können wir hier Farming Simulator spielen? Oder was los? Ja, wie machen wir das denn jetzt am besten? Also nur hier unten rumdümmeln ist ja nur auch ein bisschen doof, oder? Wir könnten ja mal zu der Raumstation fliegen und ja, mal gucken, was dieses Missionsdingsbums, dieses Missionsbrett, was es uns anbietet. Dann gucken wir doch mal ganz kurz, wie sieht es denn hier aus mit dem Sprit? Haben wir noch genug Sprit? So, komm. Ja, haben wir. Auf geht's. So, jetzt geht das wieder los. Festhalten. Ich hoffe, euch wird nicht schlecht. So. Abflug. Uhu. So. Wir erreichen die Atmosphäre in 10 Sekunden. Oder so. 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 Wo ist denn jetzt unsere Station? Da ist sie. Würde ich sagen, Abflug. Zack. So, andocken wollen wir auch. Beschleunigen wir mal. Bringt das was? Macht's auch nicht schneller, ne? Da sind wir gelandet. Dann gehen wir mal gucken, wo dieses Missionsboard ist. Dann gehen wir erstmal hier hoch rechts, würde ich sagen. Da müssen wir mal gucken. Ich habe gerade was gesehen, als wir den Impulsantrieb gestartet haben, dass wir noch 33% Treibstoff haben. Da müssen wir dann mal schauen, ob wir noch genug Gedöns haben. Ja, hi, guten Tag, Kumpel. Wo ist denn hier bitte schön das Missionsteil? Gehen wir mal gucken. Kommen wir hier durch? Nee, da ist... Oh! Oh. Oh. Oh, was haben wir denn hier? Hier gibt es Blumen, guck mal. Aber. Aha. Was ist das da? Ach, Guthabentransfer, okay.
Was ist das? Nanithaufen abbauen? Aha. Das ist ja spannend. Haben wir jetzt gemopst? Und hier können wir rausgucken. Was haben wir hier? Okay. Ein paar Planeten und ein fliegendes Raumschiff. Ja, super. So, war hier auch noch ein Blümchen oder eher nicht? Ein Stuhl? Okay, da wollen wir uns jetzt nicht draufsetzen. Gehen wir mal raus. Denn eigentlich sind wir auf der Suche nach der Missionstafel. Wo die wohl ist? Da haben wir wieder Händler. Ja, Entschuldigung. Ist das der Osterhase? Nee. Okay. So. Da sind wieder die Händler. Das ist das Teleport-Ding. Was ist das? Das ist gar nichts. Das ist nur ein Tisch. Genau, da war das Upgrade-Dingen. Und was ist jetzt das hier? Aussehensmodifikator. Oh, Leute. Wie cool ist das denn? Ach, guck mal hier, können wir unsere Rasse auswählen. Nee, ich glaube... Oh, der Helm ist ja schick. Ja, woran erinnert mich das wohl? Oh, blau finde ich natürlich super. Pink, ja, ist auch gut. Gelb ist ziemlich cool. Das finde ich jetzt nicht so schön. Oder hier grün. Hm. Was nehmen wir denn? Hm. Man ist schon schöner als das Standardding, ne? Wo war denn jetzt der blaue? 6? Ja. Körperform? Oh ja, das... ziemlich groß. Da ist, finde ich, hier dieses Mittel schon ein bisschen besser. Oh, hier können wir noch die Farbe... Ah, oh, guck mal hier. Wie cool. Können wir es ein bisschen heller machen. Sekundärfarbe weiß? Oh yes. Mhm. So, da kann man jetzt also beliebig viel Zeit drin versenken. Also ich finde, blau und weiß sieht ziemlich cool aus. Und mal Torso. Nehmen wir auch hier das hellere Blau. Hier nehmen wir weiß auch. Und hier unten nehmen wir auch weiß. Das finde ich ganz cool. Achso, Torso-Stil können wir uns noch aussuchen. Hm. Nee, da finde ich, den finde ich gut. So, helles Blau, Akzentfarbe weiß. Das sieht doch eigentlich auch gut aus so. Dann haben wir hier die Panzerung, die können wir uns aussuchen. Ah. Okay, dann nehmen wir das hier. Auch wieder dieses coole Blau und weiß als Akzentfarbe. Handschuhe. Machen wir das gleiche. Beine. Oh, yes. Das finde ich richtig cool hier. So. Das sieht doch ganz schick aus. Stiefel können wir uns noch aussuchen. Das finde ich klasse. Ja. Ne, die auf keinen Fall hier. Die will ich auch nicht. Die hier nehmen wir. So, zack. Und wieder weiß. Den Rucksack können wir uns auch noch aussuchen. Wow. Okay, den scheinen wir hier freischalten zu müssen. Umhang. Wir
können einen Umhang haben. Ist ja schon ein bisschen stylisch, ne? So, aber damit bleiben wir ja nur irgendwo hängen. Das wollen wir auch nicht. Was hier male, was ist das? Was verändert sich denn da? Nix. Okay, das lassen wir mal so. Dann können wir noch unser Banner auswählen. Okay. Das muss natürlich auch blau sein, ganz klar. Sekundärfarbe machen wir weiß. Soll ja alles zusammenpassen. So, 76 passt. Und ja, wie können wir das jetzt speichern? So können wir das speichern. Cool, Leute, cool. Ja, sehr schick, guck mal. Klasse. Finde ich geil, finde ich super. So, aber eigentlich, 10 Minuten später, ne? Das Missionsding brauchen wir. Wo ist denn das? Was ist das hier? Multi-Werkzeug-Upgrade-Station. Ne, das ist es nicht. So, hier gibt es jetzt wieder so ein Räumchen. Was ist hier? Da ist auch nichts. Hm. Wo ist denn dieses Missionsteil? Ist das hier vielleicht bei dem? Aber das ist Schrotthändler. Wir gucken uns den mal an. Als ich mich nähere, mustert mich der Viken von oben bis unten. Offenbar habe ich seiner Überprüfung nicht standgehalten, denn er winkt mich nicht fort. Okay, jetzt fragen wir mal, was zum Verkauf steht. Erbärmliche Frachter gehen verloren. Schwache Plünderer durchstöbern das Wreck wie gierige Geier. Gra, ehrenwerter Wickenkrieger würde niemals zum Plünderer werden. Wenn der Eindringling aber interessiert ist, könnte Wiken einige Informationen haben. Der Wiken erwartet meine Entscheidung. Oh, okay. Guckt mal hier. 5 Millionen. Oh, wir gehen mal weg. Beim nächsten Mal, Kumpel. Beim nächsten Mal. So. Jetzt wissen wir trotzdem nicht, wo die... Hm. Was haben wir hier drin? Ist das jetzt auch wieder so ein... Oh. Oh. Guten Tag. Okay. So, hier können wir scheinbar wieder plündern. Datenspeicher, okay. Wo kommen wir hier hin? Hier ist nichts. Okay. Seht ihr das oben auf unserem Kompass? Da sind Schatzkisten. Guckt mal. Okay. Hm. So, was leuchtet jetzt da hinten? Hier war nichts mehr, ne? Nee. Das Raumschiff-Dingen? Okay. Wartet mal. Wir gehen jetzt nochmal hier kurz in die Hilfe. Missionstafel. Können wir das irgendwie anklicken? Nee. Hm. Okay, wir können ja mal gucken, ob wir irgendwas so verkaufen können, dass wir ein bisschen Geld machen. Was ist das jetzt hier? Ach. Guck mal hier. Hier kann man verkaufen. Okay. Da, 19.000 kostet eins. Okay, verkaufen. Was können wir denn hier verkaufen? Oh, geborgene Daten können wir verkaufen. Nicht auslesbar in der aktuellen Form. Kohlenstoff? Naja. Wollte ich jetzt nicht. Hier, die können wir vielleicht mal verkaufen. Würde ich sagen. So, ist jetzt nicht viel. Sauerstoff würde ich jetzt auch nicht so unbedingt gerne verkaufen. Was haben wir denn hier noch? Magnetisiertes Ferrit, das haben wir auf unserem Planeten. Dafür kriegen wir auch schon mal 12.000. Dann verticken wir das schon mal. Was haben wir hier noch? Natrium, die Raffinerie verkaufen wir natürlich nicht. Die Nanorohrkiste... Das verrostete Metall können wir verkaufen. Verticken wir das auch?
So. Und wie verkaufen wir das? Warte, ist das jetzt schon verkauft oder nicht? 13.000 haben wir. Ach Mensch, Leute. Hoppala. Das Teilfragment. Machen wir nochmal. Ich glaube, das hat nicht funktioniert. Wie geht denn das jetzt hier? So. Und nun? Das war schon mal falsch. Nochmal. Kobalt. Ach so, das ist kaufen. Moment, verkaufen wollen wir. Leute, jetzt hätten wir ja beinahe was gemacht. Gut, dass das nicht geklappt hat. So. Ja, und wie verkaufen wir das jetzt? Verkaufen. 136 verkaufen. Ah. So, dann Ferrit. So. Verticken. So, und schon steigt's. Pyrit. 802. Da kriegen wir jetzt nicht so viel für. Den Pilzschimmel, da gibt es auch nicht so viel für. Natriumnitrat. Nee, das will ich eigentlich nicht. Oh, guck mal hier. Die Wasserstoffgelee 199. Kohlenstoff für 3000. Oder hier diese... Mein Gott, die geben halt... Aber das... Mikroprozessor haben wir nicht. Den wollen wir ja behalten. Den brauchen wir ja. Wir brauchen ja 3 Stück. So, die können wir hier auch verkaufen, die 6 Stück. Machen wir mal. Kohlenstoff haben wir gesagt, behalten wir. Wobei, Kohlenstoff finden wir eigentlich auch wieder, ne? So, komm. Die Wasserstoff, den brauchen wir aber für Treibstoff. Jetzt haben wir 41.000. Reines Ferrit verticken wir noch. So, dann den Mikroprozessor müssen wir behalten. Was haben wir noch? Wirbelwürfel. Haben wir nicht solche Dinger an Bord? Können wir das Inventar wechseln? Ja. Hier. Die verticken wir auch. Dann. Boah, Kupfer können wir hier auch noch richtig für Asche verkaufen. Was ist das? Okay, das lassen wir mal. So, jetzt haben wir 53.000. Ich würde mal sagen, wir gehen mal hier weg. So. Haben wir. Mikroprozessoren müssen wir kaufen. Wo kaufen wir die jetzt? Achso, wahrscheinlich hier. Wie viele brauchen wir? Hat jemand aufgepasst? Brauchen wir nicht 5? Ich glaube, wir brauchen 5. Also kaufen wir mal 3. Wenn die denn da drin sind. Da, 3 Stück. Boah. 3 für 57. Hm. 53.000 von 59. Von 95.000. Sag mal. Das wird ja immer teurer hier. Was ist denn hier mit unserem Raumschiff? Was brauchen wir? Wir brauchen den Hyper. Mikroprozessor. Und da brauchen wir tatsächlich 5 Stück von. Hm. Okay. Was ist denn, wenn wir jetzt was herstellen? Okay. Jetzt gucken wir mal, was können wir denn herstellen? Metallplatten. Wir bauen jetzt mal noch eine Metallplatte. Wir brauchen aber jetzt auf jeden Fall auch hier so ein Treibstoffteil. Genau, damit wir unser Raumschiff hier betanken können. Ja. Zack. Und das machen wir jetzt. Okay, jetzt haben wir keinen Ferritstaub mehr, ne? Wir Blöden. Haben wir vertickert. So, was gibt's hier?
Kohlenstoffsiegel gibt 800. Das Ding gibt 200. Das Gelee gibt auch 200. Der Akku gibt 200. Okay. Der Akku, nee, den machen wir nicht. Hier, ich würde sagen, wir versuchen mal hier so viele wie möglich zu machen. Wie war das noch? So, hier müssen wir drauf. Wasserstoff. Gucken wir mal. Wie viel können wir denn machen? 160. So, zack. Okay, reicht vorne und hinten nicht, ist auch klar. Können wir das hier verkaufen? Die können wir vertickern. So, der Kohlenstoff. Boah, wir brauchen 90.000. Okay. 3.000 brauchen wir noch. Ach komm. Machen wir jetzt. Ich will die Dinger hier haben. Ich möchte die einfach haben. So. Jetzt haben wir das erste. Chromatisches Metall raffinieren. Okay, was brauchen wir dafür? Die tragbare Raffinerie, haben wir die überhaupt dabei? Die können wir hier eh nicht aufbauen. Okay. Wir fliegen jetzt mal zurück. Okay. Also das ist, ja, komplexer als ich dachte. Kommen wir jetzt hier wieder weg? Ah ja. So, wo ist denn unser Zuhause? Ach, wir sind ja auch dämlich, ne? Wir hätten ja auch mal... Oh, da ist so ein Asteroid. Da gehen wir mal hin. Wir hätten ja auch den Teleporter nutzen können, ne? Oh. Oh. Können wir da drauf landen oder ist der... Oh. Mhm. Ja, wisst ihr Bescheid, Leute. So sammelt man heutzutage Silber. Es stand doch auch in der Hilfe, ne? Asteroiden abbauen. Gut. Dann machen wir das. Uah. So, hier ist noch mehr. Komm, fliegen wir mal in das Asteroidenfeld. Treffen wir hier schon irgendwas? Was sind denn das für Kristalle? Oh, Gold. Leute. So, da können wir natürlich dann auch ein bisschen unsere Flugkünste verbessern. Tritium, okay. Na, zu weit weg. Jetzt. Oh, guck mal hier.
So. Ich hoffe ja, wir kommen hier wieder raus, ne? Also heil raus. Platin, okay. So. Goldklumpen, okay. Okay, also das ist jetzt schon mal richtig cool. Finde ich super. So macht Grinden Spaß. Sag's euch. So, hier haben wir noch ein bisschen Silber. So, wo ist denn jetzt die Raumstation? Jetzt könnten wir ja mal gucken. So. Wo ist die Raumstation? Die müsste ja irgendwo... Wie kann man denn... Da ist die Raumstation. Okay. So. Ah, okay. Also man macht da nur ranfliegen an diesen Traktorstrahl und dann wird man auch schon angedockt. Jetzt gucken wir doch mal, was das bringt. Also unsere Raffinerie können wir ja hier jetzt nicht aufbauen. Aber das macht ja jetzt nichts. Jetzt, ich will jetzt wissen, was das bringt hier an Kohle. Komm. So, komm, lass ihn mal durch da. Ja, ist ja Entschuldigung. So. Jetzt bin ich gespannt. Wo ist Gold? Ach, das liegt in unserem Raumschiff, ne? Dann müssen wir erstmal hier das Inventar wechseln. So, Platin, 42 für 19.000. Silber, 17.000. Gold, 14.000. Ist gar nicht so viel. Aber ganz ehrlich, komm, mach mal. Verticken wir mal. Das Platin verkaufen wir auch. Das Tritium, ich weiß nicht, wofür das ist. Ah, Impulsantriebe. Okay, das heben wir auf. Kupfer hatten wir ja unten auf unserem Planeten. Hier Silber. Ist die Nachfrage gerade auch nicht so hoch, aber wir verkaufen es jetzt trotzdem mal. So, während... okay. Wir haben hier noch Gold im Inventar. Den Goldbrocken müssen wir mal aufmachen. Der liegt, glaube ich, jetzt im Raumschiff. Jawohl, da ist er. Und den können wir jetzt mit E analysieren. Und der bringt uns dann... Oh, wow. Okay. Ja. Können wir vertickern? Verkaufen. Wo ist unser Gold? Ach so. Inventar wechseln. Mensch, so. So, da gibt es dann auch noch mal ein bisschen was für. Prima. So, 80.000 haben wir jetzt. Cool. Chromatisches Metall können wir jetzt entweder kaufen oder selber zusammenbauen. Tja, wollen wir dafür Geld ausgeben? Wie viel brauchen wir denn? Aber eigentlich würde ich das gerne selber herstellen. Okay. Wir springen mal kurz zurück zu unserer Station. Ja, da haben wir wieder Belohnung bekommen fürs Weltraumtrucker. Okay, alles klar. So. Gehen wir mal gucken. Chromatisches Metall müssen wir herstellen. Das heißt, wir werden wahrscheinlich unten dann noch ein bisschen nach Metall suchen müssen. Das machen wir jetzt auch mal. Achso, nee, hier können wir nicht teleportieren. Da können wir teleportieren. Nein. Sag mal, wo war denn das? Ach, Kerl. Doch auf der anderen Seite. Vor lauter Laberei, ich sag's euch. So.
So, einmal nach Hause, bitte. Einmal nach Trostos. Ach, das dauert aber auch immer lang, ne? Gut, dass kein Stau ist. So im Molekül, Dingens. So. Okay, also. Wir brauchen Ferritstaub. Jetzt gucken wir aber nochmal nach, ob das jetzt wirklich richtig ist, oder ob ich Quatsch erzähle. So, hier ist unsere Raffinerie. Chromatisches Metall aus Kupfer. Ach, alles klar. Okay, dann hauen wir da mal Kupfer rein. Packen wir hier rein. Treibstoff. Oh, jetzt brauchen wir wieder Kohlenstoff. Ach so. Ja, das haben wir ja gerade alles vertickt, ne? Das habe ich gut gemacht. Aber Kohlenstoff ist ja kein Problem. Können wir uns ja schnell holen. Oh, müssen wir erstmal hier den Laser wechseln. Oh. Sauerstoff gibt es auch gleich noch. Perfekt. So, wie ihr seht, wenn der also ziemlich warm ist, also wenn der halt so ein bisschen aufgeblasen ist, der Minenlaser, geht das Abbauen ein bisschen schneller. So, was haben wir hier noch? Nicht identifiziertes Material. Finger wieder eine Hitzewarnung. So. So, jetzt haben wir doch hier ein bisschen was gesammelt. Dann würde ich sagen, einmal zurück. So. Zack. Kohlenstoff rein und Abfahrt. Können wir eigentlich auch hier rausgehen? Und der macht das von alleine? Oh ja, super. Okay, hier brauchen wir gar nicht dabei zu stehen. Das finde ich auch gut. Haben wir hier noch? So, wie schaut es hier aus? Da sind wir fast fertig. Zack, ab in den Anzug damit. Und jetzt haben wir... Haben wir doch eigentlich genug. So. Ran hier. Dann gucken wir uns das mal an. So, was brauchen wir hier? Den Hyperantrieb. Chromatisches Metall. Was habe ich gemacht, Leute? Exoans, habe ich das nicht mitgenommen? Ach, Mann, Mann, Mann. Einmal mit Profis. Oh, hallo. Na, wer bist du denn? So. Wo ist unsere Maschine? Da ist unsere Maschine. Ja, habe ich nicht mitgenommen. So.
Die nehmen wir mal mit. Nee. Mittlere Maustaste war's. So. So, schließe die Installation ab. Machen wir. So. Hat er jetzt installiert oder nicht? Jetzt hätte ich auch noch die Chips einbauen sollen. So, jetzt haben wir es. Okay, was nun? Haben wir geschafft. Super. Dann, meine Lieben, war's das. Wir haben die Mission erledigt. War jetzt zwar nur eine. Oh. Und den Diagnosebericht schauen wir uns noch an. Hyperantrieb erfolgreich installiert. Ja. Habe ich ja gesagt. Und wie es weitergeht, erfahrt ihr in der nächsten Folge. Also, ich freue mich über einen Daumen nach oben und abonniert den Channel, wenn ihr möchtet und die nächste Folge nicht verpassen wollt. Es geht schon in Kürze weiter. Jetzt sage ich vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald.